Miteinander respektvoll, rücksichtsvoll und verantwortungsvoll umzugehen, kann gelernt werden. Unter dem Namen SOKO bieten Erlebnisagenturen in Oberösterreich Trainings für Schüler an, um sich besser kennenzulernen. SOKO steht für soziale Kompetenzen in Schulklassen. Durch gemeinsame Aktivitäten in der Natur und der Anwendung erlebnispädagogischer Methoden wird der Teamgeist gestärkt und ein soziales Miteinander gefördert. Das bewirkt eine nachhaltige Verbesserung des Klassenklimas. Das Angebot reicht von Wanderungen über 3D-Bogenschießen, Hochseilgarten bis hin zur Sommerrodelbahn. Bei Abenteuerspielen wie Tower of Power oder Spinnennetz lernt man sich gegenseitig zu vertrauen und auch das eigene Selbstvertrauen wird gestärkt. Es gibt Trainings für 1 bis 5 Tage, sowohl für Volksschulen als auch Maturaklassen. In Oberösterreich gibt es viele Möglichkeiten, seine Freizeit gut und sicher zu gestalten. Ein Outdoor-Training im Winter zum Beispiel als Betriebsausflug stärkt das Immunsystem, fördert das Gemeinschaftsgefühl, Teamgeist und Motivation. Bei einer geführten Tour mit einem Universalschlitten erlebt man hautnah die Faszination einer Winterwanderung und Action beim Naturrodeln in einem. Zuerst geht's bergauf mit Schneeschuhen, dann bergab mit dem Schlittenbob. Man spürt das Gepäck beim Tragen kaum und hat auch immer die passende Sitzgelegenheit dabei. Nach der erlebnisreichen Tour kann man sich bei Lagerfeuer, Bratwürstel und Tee aufwärmen und stärken. Zu guter Letzt können beim Fassdauben-Skirennen anno 1900 die Kollegen gegeneinander antreten und ihre Geschicklichkeit erproben. Von den gemeinsamen Erlebnissen und Spaß in der Natur profitieren viele Unternehmen. Was gibt es Schöneres, als sich mit Freundinnen zu treffen, zu plaudern, zu lachen und den Alltagsstress zu vergessen? Ein gemeinsames Pilates-Training trainiert den Körper und tut der Seele gut. Die Übungen stärken Rumpf-, Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. Dadurch werden muskuläre Disbalancen ausgeglichen und die Körperhaltung verbessert. Pilates ist gerade bei Frauen sehr beliebt und kann helfen, ein besseres Körperbewusstsein zu erlangen. Bei einem anschließenden kulinarischen Stadtrundgang mit einem Fremdenführer lernt man die genüssliche Seite von Linz kennen. Ob Linzer Torte am Pöstlingberg oder heimische Spezialitäten aus der Gastronomie im Zentrum. Nach einem ausgiebigen Training kann man die Köstlichkeiten so richtig genießen. Ein kurzweiliger Damenabend ist garantiert. Einen unvergesslichen Tag mit Freunden kann man am ersten Brauereischiff Europas erleben. Willkommen an Bord heißt es bei einer Innschifffahrt zwischen der Barockstadt Schärding und der Dreiflüsse-Stadt Passau, wo man eine Vorführung des praktischen Bierbrauens bekommt. Während der Fahrt wird das Kanonenbräu-Pulverfasselbier gebraut und verkostet. Man wird in die Braukunst eingeweiht und kann das selbstgebraute Bier bei wundervoll Aussicht sich genießen. Bei einem anschließenden kulinarisch-geschichtlichen Bierrundgang mit einem Schärding-Guide kann man verschiedene Biersorten und dazu passende bodenständige Bierschmankerl probieren. Ob Bierbratwürstel mit Sauerkraut, Surrahmschnitzel auf Malzbiersauce, Rostbraten in dunkler Biersauce oder Topfennockerl an Weißbiercreme, es gibt unzählige Bierspezialitäten, die den Gaumen erfreuen. Ein bunter und lustiger Ausflug ist garantiert. Ein Papatag tut der ganzen Familie gut. Egal, ob ein Vater von der Familie getrennt lebt und bestimmte Tage mit den Kindern verbringt oder ob er einfach mal die Mama entspannen lässt und allein mit den Sprösslingen etwas unternimmt. Ein Papatag bringt Abwechslung und könnte zum Beispiel mit einer Lama-Wanderung beginnen. Dabei finden quirlige Kinder und gestresste Erwachsene ihre Ausgeglichenheit wieder. Zu Beginn gibt es eine Einführung von der Lama-Führerin über Körper, Kommunikation und Eigenheiten der Tiere. Wir dürfen die Lamas selber bürsten und an der Leine führen. Nach der Lama-Tour können Papa und Kids bei einer Elektrobootrunde am Stausee Klaus die Seele baumeln lassen. Auf der Grillinsel gibt's dann auf vorgeheizten Griller eine ausgiebige Stärkung. Haben die Kinder danach immer noch Energien, können sie sich am Spielplatz. Ein romantischer Pärchenabend bringt Schwung in die Beziehung und tut der Seele gut. So gibt es in Oberösterreich viele Möglichkeiten, seine Freizeit genüsslich zu zweit zu gestalten. Bei einer Donauschifffahrt mit musikalischer Unterhaltung und 3-Gänge-Menü an Bord werden alle Sinne geweckt.
Man kann das Tanzbein schwingen und das beleuchtete Linz bei Nacht bestaunen. So zaubert zum Beispiel die Veranstaltung Donau in Flammen ein Musik- und Lichtfeuerwerk. Bunte Impression über den nächtlichen Strom. In der freien Natur Spaß und Action mit Freunden erleben, kann man zum Beispiel mit einem Mohawk-Walk und anschließenden Klettern im Felshochseilgarten. Der Gang am Mohawk-Walk in 50 cm Höhe ist nach den Mohawk-Indianern benannt, die in ihrer amerikanischen Heimat einen sicheren Weg mit Lianen und Seilen durchs Sumpfgebiet finden mussten. Das Miteinander führt hier zum Ziel. Man geht einen Parcours verspannter Seile, wobei keiner den Boden berühren darf. Erschwert werden die Übungen durch knifflige Aufgaben oder Augenbinden. Dann geht's weiter in den Felshochseilgarten. Dieser führt durch eine Wildwasserschlucht. Über gut gesicherte Kletterstellen gelangt man zu einer langen Seilrutsche. Geführt von geschulten Guides erreicht man dann den Hexenkessel. Ein 15 Meter hoher Wasserfall, der in einen tiefen Kessel stürzt. Adrenalin pur ist bei diesem Abenteuer mit Freunden vorprogrammiert. Wenn Vater und Sohn mal ordentlich Gas geben wollen, bietet sich Kartfahren an, um gemeinsam einen besonderen Tag zu erleben. Umweltfreundliche Elektrokarts garantieren Freizeitvergnügen ohne Lärm und Abgase. Man braucht keine Vorkenntnisse und es fühlt sich an wie auf einer echten Rennstrecke. Die Einzelkartsicherung bietet trotz anspruchsvoller Strecke mit Kurven, Engstellen und Beschleunigungsgeraden maximale Sicherheit. So kann man mit 30 PS Elektropower Geschwindigkeit, Action und Spaß in vollen Zügen genießen. Bei einer geführten Familienradtour entlang des Donauradweges erfährt man unter anderem vom Guide, dass die Donau der zweitlängste und zweitgrößte Fluss in Europa ist und dass Schiffsleute früher nicht schwimmen lernen durften, um bei Gefahr ihr Schiff nicht zu verlassen. Die ebene Strecke von Linz nach Feldkirchen ist auch für junge Radler leicht zu bewältigen. Man kommt an der mit Wasserkraft betriebenen schwimmenden Brücke vorbei. Im Motorikpark bei den Feldkirchner Badeseen kann man seine Koordination vergnüglich trainieren. Eintritt frei. Ein Ausflugstag mit Oma und Opa in der Natur lässt Kinderherzen höher schlagen. Der Erlebnisberg Grünberg bietet Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein. Nach einer Bergfahrt mit der Seilbahn lädt der Niederseilgarten ein, Konzentration und Geschicklichkeit in fallsicherer Höhe zu erproben. Mir gefallen am besten die Zitterbalken und die Hängebrücken. Unweit vom Niederseilgarten beginnt der Baumwipfelpfad. Der 1,4 Kilometer lange Pfad entlang zahlreicher Erlebnisstationen ist in einer Stunde leicht zu begehen. Vom 39 Meter hohen Aussichtsturm hat man einen wunderbaren Panoramablick ins Salzkammergut bis zum Dachstein. Adrenalin pur erleben Kinder ab 6 Jahren auf der 75 Meter langen Tunnelrutsche. Spirituelles Wandern liegt im Trend und ist im Unterschied zum Pilgern nicht religiös motiviert. Es geht dabei vielmehr um eine Reise zu sich selbst, um die Alltagssorgen hinter sich zu lassen. Optimale Bedingungen für eine bewusste Auszeit in der Natur findet man zum Beispiel bei einer geführten Wanderung am Donausteig. Das gute Gehtempo lädt dazu ein, die Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen. Im Wald finde ich Raum und Weite. Ich kann durchatmen. Der Schlögener Blick ermöglicht Rück- und Ausblick zugleich. Hier kann man die Stille genießen, den Wechsel der Jahreszeiten beobachten, zu sich kommen und Kraft tanken. Diesen Ratgeber widmen Ihnen die Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO Oberösterreich.